Hallo und herzlich willkommen zurück bei Castle Story. So, das letzte Mal haben wir hier aufgehört mit unserer Festung, die so langsam Gestalt annimmt. Ich bin zwar immer noch nicht so ganz überzeugt davon, dass das so schön ist, wie wir das hier gerade haben, aber gut. Ich bin jetzt dabei, diesen ganzen Boden komplett mal auszutauschen und dabei will ich keine gleichmäßige Struktur haben. Ich will zwar alles aus Stein haben, aber schön abwechselnd immer mal die Steine so, mal so, also so schön kreuz und quer. Das hier ist eigentlich schon viel zu gleich, damit das nicht so eine einheitliche Struktur raus wird, weil, ja, ich finde es einfach schöner, wenn es ein bisschen durcheinander ist, ne? Wie man halt so im Mittelalter gebaut hat, man hat nicht immer die passenden Steine gehabt und baut dann einfach. Gut, des Weiteren wollen wir hier einen Turm bauen, dafür müssen wir aber erstmal hier natürlich den Boden wegschaffen, damit wir das auch machen können. Hier fehlt ein Stein, sehe ich gerade, der wurde wahrscheinlich rausgebrochen, da draußen ist noch eine Leiter, egal. Wir werden hier noch ein paar Holzsäulen reinziehen müssen, wollen, was auch immer. Da ist auf jeden Fall die Mauer kaputt gegangen, guckt euch das mal an. Da ist auf jeden Fall noch, muss man da mal reparieren. Beziehungsweise, nee, warte mal, das war ja immer schon so. Ich kann ja jetzt nicht den Boden und die Füße wegbuddeln, das wäre natürlich blödsinnig. So, deswegen werden wir jetzt erstmal hier den Auftrag verteilen, dass wir hier die Klötze, die hier gelegt werden, können wir auch hier gleich mal ein paar wegmachen. Den zum Beispiel, den. Also die sollen zeitgleich die einen Klötze natürlich legen und die anderen, die fehlerhaft hier drin sind, die sollen natürlich auch gleich weggemacht werden, damit ich dann eine komplette Höhe auf dieser Steinebene bauen kann. Ich werde das mal jetzt hier komplett alles auswählen. Ja, man muss jeden einzeln auswählen. Das ist doch herrlich, oder? Den darunter natürlich auch. Ich denke mal, dann wird diese Holzsäule leider umkippen. Obwohl, dann kann ich das vielleicht auch lassen hier. Vielleicht lasse ich einfach die normalen Steine darunter. Sollte passen. So, bis das natürlich hier abgearbeitet ist, da wird natürlich viel Zeit vergehen. So, gucken wir mal, ob wir das jetzt alles... Ja, ich glaube, da können die jetzt einiges... Also, die holen jetzt quasi immer den fertigen Stein, bringen den hier hin und dann bauen sie zwischendurch mal hier so einen ab oder sowas. Das wäre meine Wunschvorstellung. Ob das klappt, weiß ich natürlich nicht. So, der ganze Boden muss natürlich hier raus. Das ist zu tief, da passt doch quasi normaler Stein schon rein. So, weiter geht's. Das weg, das weg, das weg, das. Ich klebe das jetzt mal alles hier an. Ich weiß, das klingt nach sehr viel. Aber wir wollen ja, dass der Boden einheitlich wird. Also ich will das. Ihr, weiß ich nicht, wie es ihr wollt. Könnt ihr mir ja drunter schreiben, ob ihr das jetzt so gut findet, was ich hier mache. Oder ob ihr sagt, Rathar, was bist du eigentlich bescheuert? Das dauert doch ewig, bis sie damit fertig sind. Warum machst du dir denn so eine Arbeit mit diesem Ding? Ja, könnt ihr mir mal alles hier unten runter posten, wenn ihr wollt. So, ich kriege immer noch keinen neuen Blick uns gespawnt. Und ich habe mir jetzt überlegt, scheinbar geht es im Sandbox-Game wirklich nicht. Das heißt, ihr werdet keine neuen Namen von euch jetzt erstmal entdecken. Die sind aber fast alle in der Liste aufgenommen schon. Sprich, wenn ich diese Sandbox mal einigermaßen überstanden habe jetzt, oder auch vielleicht parallel, weiß ich noch nicht, werde ich anfangen, wieder als Survival-Mode zu spielen. Oho, das wird hart. Und dann versuche ich wieder da nochmal mein Glück drin. So, aber dass man hier alles einzeln auswählen muss, das ist natürlich echt schon, das ist schon echt krank. Was ist denn das hier eigentlich? Warum sind denn hier diese Steine noch da drin? Brauche ich die? Brauche ich die? Nee, brauche ich nicht, ne? Das sind einzelne, die kann ich gerade nicht wegmachen. Doch, ich müsste einfach nur auf einzelnen Modus umschalten. So, dann geht es natürlich weg. So, egal. So, alles das... Kann ich das hier nicht? Ne, ich kann nicht ziehen. Ich muss wirklich jeden einzeln anklicken. Oh, Mann. Das könnte man auch verbessern. Ich weiß nicht, ob das geplant ist oder was da überhaupt Sache ist. Es sind ja noch so einige... Das Spiel ist halt so wirklich in so Alpha-Phase und es sind noch einige Sachen, die natürlich da ständig dran verbessert werden. Und vielleicht ja auch dieses Auswählen, dieses Wegmachen von diesen Dingern. Ich weiß, das kann man wahrscheinlich einfacher machen, wenn man... die buddeln lässt, aber ich glaube, so habe ich viel mehr Kontrolle darüber, welchen Stein sie jetzt genau wegmachen und welchen nicht. So, da sind einige am Buddeln, wie ich höre. Ja, die legen da einiges frei. Oh, da liegt schon viel Müll rum, ich sehe schon. Da muss unbedingt hinter sauber gemacht werden. So, hier wird es ein bisschen schwieriger. Ich sehe hier einfach die Steine nicht, weil da hier einfach noch was drüber liegt. Ich mache es einfach mal so weg, wie ich es glaube. Nein, Moment, da, weiter geht's. Bobbit. Ist auch mal wieder lustig, was ihr drunter schreibt, was sie denn da sagen. Ich finde es auch mal cool. Ich verstehe da eigentlich auch nichts von, was sie da sagen. Ist logisch, ne? Die sprechen ja keine Sprache, die ich verstehen würde. Aber ich finde es lustig, was ihr da versteht. Und deswegen könnt ihr mir das auch... Was habe ich jetzt gedrückt? Gerne. Weiter posten. Also immer schön drunter schreiben, was ihr glaubt, was denn die Breakdowns hier von sich geben. Ist echt manchmal sehr lustig, was dabei rumkommt. So, jetzt habe ich hier hinten fast alles ausgewählt. Die wissen wahrscheinlich hinterher nicht mehr, wohin mit den Kristallen. Ich werde noch mit ein paar mehr Lichtern hier einbauen müssen. Ne, so rum würde ich das gerne drehen. So, und da ist nicht mehr so viel, das hinten. Da haben wir da hinten fast alles.
Der Stein ist doch sowieso im Weg. Warum der da rumliegt, weiß ich allerdings nicht. Naja, gut, wir werden hinterher sehen, ob er runterfällt oder nicht. Ja, ihr könnt das schon. So, jetzt machen wir natürlich hier. Müssen wir natürlich neue Steine hinsetzen, das ist klar. Rauszoomen bitte. Also es ist, die Kameraführung ist gewöhnungsbedürftig in mancher Hinsicht. So, die buddeln da alle fleißig, oder zumindest zwei buddeln fleißig. Und dann werde ich mir einfach hier so ein paar neue Steine dranlegen wollen. Einfach hier kreuz und quer. Die müssen dann da irgendwie reingelegt werden. So vielleicht mal und ja, ich weiß. Erst mache ich den ganzen Boden weg und dann mache ich wieder hin, ne? So ist das manchmal. So, das sind schon drei nebeneinander. Das ist schon ziemlich viel. Oh, das wird herrlich. Wenn der Boden erstmal fertig ist, wird das herrlich. Habe ich jetzt zumindest so im Gefühl. Und wenn ich das im Gefühl habe, dann wird das schon so passieren. So und so und so. Irgendeiner muss diesen ganzen Schlamassel, den wir jetzt hier liegen haben, natürlich auch mal wegräumen. Ja, der räumt das weg. Der ist gut. Ist der von der Putzkolonne, ja? Ich glaube schon. So, weiter geht's. Da so ein Stein. Hier, der muss auf jeden Fall mal ein Querstein rein. Hier kann ein Querstein rein. Da kann ein Querstein rein. Dann muss natürlich hier auch einer rein. So, dann wird das schon wieder nicht zu viel wird hier. Nee, das ist zu... Ja, hier trifft man nicht richtig, weil einfach zu viel Gerümpel rumliegt. Nein, der muss weg. Da müssen wir erstmal die Brickstones jetzt versuchen, erstmal ein bisschen aufzuräumen hier. Sonst kann ich hier fast gar nicht weiterbauen. So, das klappt. Ne, das sind zu viele gleichzeitig. Gleiche meine ich so. Also hier müsste eigentlich so einer rein. Hier muss so einer rein. Oh, das ist ganz schön schwierig zu treffen mit diesem ganzen Grümpel, der noch rumliegt. Ah, die Brickstones haben hier noch einiges zu tun. Einiges. Ne, ich weiß jetzt, ich sehe da nichts, wo es genau ist. In der Putzkolonne arbeitet gerade nur einer und drei sind am Bauen. Warum machst du das da oben kaputt? Das hat mich dir doch gar nicht gesagt. Hör mal auf jetzt hier. Aufhören. Der macht einfach das da oben kaputt. So eine Scheiße. Nee. Das sollte nicht passieren. Gut, dann müssen wir wieder neu hinbauen. Ist auch nicht so das Problem. Habe ich die aus Versehen irgendwie ausgewählt wahrscheinlich. Oder die war noch ausgewählt. Oder irgendwie sowas. So, wenn du jetzt mal da weggehen würdest, wer auch immer du bist gerade da oben. Ich habe gerade so schön den Baumodus ausgewählt. Ich will das eigentlich... Ich muss da um die Ecke fliegen, so. Nee. So, wir wählen das mal ab, bevor wir irgendeinen Scheiß machen. Und dann kannst du... Wer bist du denn eigentlich? Oxycron. Komm mal runter, so. Geh mal wieder zum Bauteam, okay. Gut, ich werde mal hier oben jetzt weiterbauen. Also, ich sehe hier gar nichts mehr von den ganzen Flächen, die ich da unten markiert habe. Ist das hier oben ein bisschen voll geworden. Und dann noch einen normalen Stein hier oben hin. Ach, wo habe ich den jetzt hingesetzt? Na, der wird irgendwo jetzt wieder rumgammeln, der Stein. Schön. So, das ruckelt jetzt ein bisschen, weil ich da so viel ausgewählt habe. Ich weiß gar nicht. Ich habe doch noch ein paar mehr Brücktrons, oder? Also einer fegt. Ach, drei sind am Abarbeiten, damit hier genug Steine kommen, oder was? Ach so. Ja, brauche ich jetzt gerade nicht. Ich brauche noch ein paar mehr Leute von euch, die was anderes machen. Du zum Beispiel. Jay, du kannst mit auf die Baustelle. Das wäre jetzt eigentlich fantastisch, weil du weißt eh nicht mehr, wo du damit, oder? Du bringst das schon darüber. Ach, da ist auch schon überall Steine. Ah, ich sehe. Okay. Ja, lad ihn mal da ab, Jay. Du ruckelst, warum? Ich habe auch noch ganz wenig FPS gerade. Wahrscheinlich, weil ich da hinten so viel abarbeite oder sowas. So, Jay. Du gehst bitte mit auf die Baustelle. Danke. Und... Der hat noch irgendwelche Fässer dabei, verdammt. Hätte ich das nicht vorher gesehen können. Kannst du deine Sachen fallen lassen? Oh Gott, ist das gerade am Laggen hier. Ich weiß nicht, auch nicht warum. Schmeiß mal alles hin. Hallo? Nein, du bleibst hier. Carina? Komm her. Jay, komm her. Jay und Carina, ihr geht damit bauen. Geht klar. Jetzt dürfte nur noch einer dahin abarbeiten. Das ist gut, weil es sind genug Steine da. Oh, was macht ihr denn da? Habt euch ein bisschen verrannt, wa? Ich glaube, es könnten auch mal zwei von euch eigentlich mit putzen, weil die liegen echt schon so viele Sachen rum. Ja, kommt mal rauf. Die beiden, kommt mal rauf. Ist das so tief da? Was haben wir denn gemacht? Kommt mal her. Okay, kommt mal her. Und putzen. Putzen! Ja, geht doch. Schleppt das irgendwo hin, keine Ahnung.
Frank Media, was ist los mit dir? Können Sie vielleicht mal wieder zum Bauteam kommen? Frank Media will nicht. Doch, jetzt ist er unterwegs. Okay. Die hauen sich auch alle gegenseitig. Ja, Standbilder hier. Bei so einem. Ja, das Indie-Game. Ich überlasse es mit den zu vielen Bauaufträgen. Oder zu viel Zeug dicht herum. Das kann natürlich sein. Ich glaube, das wird es eher sein. Okay, Jungs. ja, ich kann nichts mehr machen. Das ist einfach nur noch. Ich muss hier weg. Ich muss aus. Es ziehen wahrscheinlich zu viele Partikel rum, diese ganzen kleinen. Ich glaube, das ist da noch nicht so gut programmiert in dieser Hinsicht. Boah, ich muss da weg. Ich hoffe, dass es besser wird, wenn ich woanders gerade rumgeistere. Ja, ich habe ein FPS, das ist natürlich sehr schön. Da macht das Spiel Spaß. Ist herrlich quasi, herrlich. Ich kann aber versuchen, da das Neues zu spawnen, wenn ich gerade mal den Felsen da hinten sehe. Ja, er reagiert nichts. Oh, ich kann neues spawnen, echt jetzt? Was ist denn hier los? Dann spawnen wir mal einen Worker und gucken, was bei rauskommt. Ich habe nur einen FPS leider. Das ist gerade ein bisschen arg wenig. Und ich befürchte, ich werde das gleich mal... Sir Schlaftablette. Ja, ist auch ein Abonnent. Ich habe ja nur noch Abonnentennamen drin. Das ist jetzt mal ein neuer Arbeiter. Mit dem ich aber nichts machen kann, weil einfach ich keine FPS mehr bereit habe. Deswegen werde ich eine kurze Unterbrechung machen und bin gleich wieder für euch da. Ihr werdet es quasi hoffentlich nicht gar nicht mehr. So, da bin ich wieder. Ich habe ein bisschen mehr FPS, aber nicht wirklich viel mehr. So mit 12 spiele ich jetzt. Ich befürchte echt, das wird daran liegen, dass ich zu viele Partikel rumliegen habe. Deswegen werde ich die jetzt einfach erstmal zum Fegen schicken. Und zwar ohne, dass ich irgendwie da hinzoome, sondern einfach nur, mit dem ich die hier auswähle und da hinschicke. Schaffler, bitte, was ist los? Achso, jetzt wolltest du gerade losgehen, ne? So, jetzt werde ich erstmal die ganzen Arbeiter wählen hier. Ja, Schlafplatte, geh mal weg. So, bevor ihr noch mehr Partikel einsammelt. Na, ich habe immer noch Schlafplatte ausgewählt. Geh jetzt. Geh einfach, Schlafplatte, bitte. So, und der wird jetzt da was hinbringen, das ist gut. Den werde ich jetzt auch zum, Tim wird jetzt auch, Partikel aufsammeln müssen. Okay, jetzt wieder 47 FPS, das ist gut. Ich bleibe aber trotzdem erstmal noch in dieser Ansicht. Ich habe ein bisschen Angst, da hoch zu zoomen. Muss ich echt gestehen. So, Tim, du bist jetzt auch zum Saubermachen dran. So, und dann gucken wir mal, was hier so los ist. Hier sind echt ein bisschen viele Partikel. Guckt euch das mal an. Ach, habt ihr jetzt alles sauber gemacht? Oder sind die jetzt einfach... Die sind einfach despawned, ne? Das kann natürlich auch sein. So, arbeiten, Jungs. Dann arbeiten. Wenn ihr alle despawned, wenn alles schon sauber ist, dann könnt ihr arbeiten. Ich glaube, meine ganzen Bauaufträge sind doch noch da. Okay. Wenigstens etwas. Hallo. Lass mich mal da bauen. Danke. So, und da machen wir mal solche zwei rein. Da müssen wir da natürlich auch einen hinmachen. Ah, das ist schon ziemlich viele hier nebeneinander. Das gleiche Dinger. Da muss ein einzelner Stein rein. Was ist jetzt los mit euch? Hallo? Schlaft ihr? Das ist der Schlafverbitter, hat alles zum Schlafen gebracht. Die schlafen. Guckt euch das an. Die wollen nicht mehr. Die sind einfach, da hochgehen. Da hochgehen. Und jetzt bauen. Lauf los. Guck mal, hier unten gibt es Steine. Ist herrlich. Was macht ihr drei hier? Oh Mann. Arbeiten. 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 Alle sind so eingeschlafen. Guckt euch das an. Ja, das geht nur eins. Ich muss leider das ganze Ding abbrechen, weil sonst machen die ja nichts mehr hier. Das ist doof, aber was soll man machen? So, jetzt habe ich da einen neuen Auftrag. Ich werde jetzt mal hier diese Lücke wieder füllen. Habe ich mir letztes Mal gerade so viel Mühe gegeben, alles hier jetzt richtig zu machen. Und jetzt muss ich das alles nochmal neu machen. Was ist denn jetzt los? Warum dreht er denn automatisch? So, fast richtig. So, jetzt teile ich euch mal dazu ein und wenn ihr das jetzt gut macht, dann dürft ihr danach mehr bauen. Ist doch schön, ne? Los, auf geht's!